willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Bergen mit dem Zwischenstopp in Oslo und mit dabei der liebe Starwing. Hi Freunde, hi Fans und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und der liebe Tommy, der jetzt gerade mal auf der Straße stehen geblieben ist. Ja, falsche Rest der Welt. Ja, ich grüße euch, Leute. Ich wollte eigentlich mein Tempomat hochmachen, bin nur auf den Schnellsprecher gekommen. Das Tempomat, dass Pascal schneller wie 80 fährt. Ja, weil ich musste jetzt mal kurzzeitig reagieren. Was soll das jetzt heißen? Ja, weil sonst hätte es Patsch gemacht. Hey, was sind heißen gekommen? Fertig? Nö. Nö. Beschleunigt der erst mal auf 110, gibt's doch nicht. Nur noch Dreck an der Tastatur hier, gibt's nur nicht. Wer hat denn den da gemacht? Wenn ich den zwischen die Finger kriege, ja. Kann das erleben. Übrigens sind hier nur 70. Außerdem war es vorhin noch 50 zwischendurch. Ich kann es jetzt eigentlich gar nicht glauben. Wir sind jetzt in der kompletten Aufnahmenreihe in der dritten Stunde drin. Ich habe eben schon zu Tommy gesagt, ob wir es vor 22 Uhr schaffen, diese Aufnahme komplett in Kasten zu kriegen. Moment mal eben, Tommy, ich muss mal eben gerade mal was horchen. Hast du erst was gehört? Ja, ich glaube, Mausi, die macht gerade ein bisschen Blödsinn. Die alte Hexe. Nein, hat noch gesagt, ich wäre so lieb und ja, still. Ja, ab und zu hat sie auch mal. Und jetzt, die macht gerade Blödsinn, die alte Hexe. Ja, lässt du mich jetzt auch mal ausreden? Ja, Himmel, Herrgott, Sakrament noch einmal. Ja, sind wir hier bei euch. Ja, ab und zu hat sie auch mal so ihre zickigen Phasen. Ja, doch, muss ich sagen. Ja, das ist am Kotzen so an sich. Aber trotzdem ist sie eine ganz liebe. Und abends kommt sie immer schmusen und. Ja, da. Sich weißt du warum? Ja. Da will sie sich einschleimen. Ja, ja. Und legt sich dann bei Papa auf den Bauch und legt dann ihren Kopf auf meiner Brust und. Legt sich dann hin wie ein Baby. Wie ein Baby, ja. Baby schnurrt aber nicht. Nee. Das war der Schnarch. Eventuell. Sorry, wie weit sagt dein Navi? Wie weit sagt mein Navi? Das willst du nicht wissen. Es sind immer noch über 500 Kilometer. Ja, nämlich 747. Das wären. Nee, das haut nicht hin. Das schafft man nicht. Gell? Deswegen, ich mach mir schon die ganze Zeit meine Platte. Bist du alleine weiterfahren? Aber mit Pascal alleine mehr. Ja, ich muss auch nochmal in, Jawohl, warte mal. Von Oslo nach Bergen ist ja nicht weit. Na, nur mal um die 200-300 Kilometer. Wenn ich sogar noch ein bisschen mehr. Weil wenn Starwing jetzt noch 700 Butter quetschen hat, wo ich hier bis. Wo ich hin will, bis zum Abzuholen wären noch 160 Kilometer. Wenn du die 160 abrechnest, von den 600 paar zu quetschten, die 700 paar zu quetschten, dann wärst du ungefähr 500 paar zu quetschten. Wäre immer noch ungefähr eine Stunde. Ja. Also da wären wir definitiv drüber. Über die 22 Uhr. So sieht's fast aus. Ich hab gar nicht mitgezählt, wie viele Folge ist das jetzt? Wir sind jetzt in der 6. Darwin, soll ich dir was sagen? Ja. Das ist deine letzte Tour mit dem Truck. Ja, ich kann aber den Truck nicht wechseln, solange wie ich diese Auftrag. Ja, deswegen deine letzte Tour mit der Frau.
Also wenn du den Fracht abgeliefert hast, kannst du den Truck wieder wechseln. Schaut euch ihn nochmal ganz genau an. So sah er aus. Applaus, Applaus. Für diese Worte. Oder so ähnlich. Ja, in der nächsten Folge wirst du den auch machen. Ja, ich weiß. Da können sie ihn auch nochmal angucken, aber wirst du jetzt nochmal. Wenn du deine Fracht abgegeben hast, dann komplett zeigen, denke ich mir. Oder? Wenn ich mir überlege, wie viele Wochen ich da jetzt auf vorarbeite. Boah. Ja gut, wenn es Folge 6 ist, dann ist Stoff für 3 Wochen. Mhm. Eine kommt ja die Woche noch. Eine Neuform. Plus dann eine weitere geschätzte Stunde bis anderthalb. Also jetzt nur Klimadarm. Drei, 4 Wochen. Hast du dann erstmal Ruhe? Ja. Sozusagen. Ihr könnt mir ja dann mal sagen, was ihr hier an der Mannstelle bezahlt. Ups, das waren 500 Euro. Beziehungsweise 550 wegen zu schnell fahren. Oh, scheiße, ich konnte nicht sehen, wie viel ich bezahlt habe. Mit 3%, 23% Schaden auf einmal. Oh, ich habe ja das Geld. Zwölf Euro. Ich hätte mir auch 12 Euro eigentlich bezahlt. Beziehungsweise wäre es bezahlt worden. In der Zeit, wo ich den Schaden gekriegt habe. Oh gut, dass ich keine Frucht drauf habe. Die hätte beschädigt werden können. Und die nächste Mannstelle ist vor uns. Mal gucken, ob ich die ohne Kratzen kriege. Na gut, wenn eine Mutter aus ist. Achso, die ist nur auf der anderen Seite. Da fahre ich mal rüber. Mein Schatz. Und es waren wahrscheinlich auch die 12 Euro. Aber ich glaube, die eine war, wo wir jetzt durch sind, war nur einseitig, oder? Wird keiner mehr mit mir? Doch. Was? Wie? Wo? Ich war gerade konzentriert. Aber wo wir jetzt eben durch sind, die waren nur einseitig. Ja. Ja. Okay. Phase. Ich hab schon wieder gedacht, mein Internet ist wieder weg. Weil es so still war. Oh, ich bin aber in der Lauertasche, ey. Ich hab immer noch nicht getrunken. Ich häme mich. Ja, das zu Recht. Könntest du eigentlich mal machen, du bist nämlich ziemlich weit vorne. Ja, hier ist Gott. Oh. Niedriger Treibstoff. Von mir aus. Oh, nicht schlecht. So, jetzt habe ich was getrunken. Mein Tank ist trotzdem nicht voller geworden. Oh. Scheiße, ich hätte hier runter gemüsst. Ach, egal, fahre ich geradeaus weiter. Wie gesagt, wenn du es nicht bist, beziehungsweise wenn man bis 22 Uhr nicht, wenn du es nicht mehr
Wir müssen es bis dahin nicht nach Bern schaffen. Oder Ethel. Mein liebes Darwin. Entweder mit Pascal zusammen allein fahren. Oder komplett allein. Der Rest von. Tommy, wo bist denn du hin? Meine Frau ist vorhin. Bist noch richtig, Pascal. Ich habe das Navi drauf auf ihn eingestellt. Ich weiß gar nicht, ob da eine Werkstatt oder sowas gerade in der Nähe ist. Und ich glaube, da war irgendwie sowas. Mit dem LKW reparieren. Ja, scheiße. Wir haben uns jetzt verfahren, Pascal. Wir hätten ja, da rausgemusst. Ja, ich hab's befürchtet. Das hier ist ein Admin-Monär. Na, hier vorne ist eine Mautstelle, da können wir drehen. Ja, ist ein Admin in der Nähe. Aber nicht direkt wie die Noobs, gell? Hi? Wir drehen nicht wie die Noobs. Nein. Wir drehen nur Noob. Direkt an der Mautstelle. Können wir ja eh nicht. Ah, ich habe ja sogar eine Garage. Wir müssen eh mal gucken, wo hier eine Leitplanke offen ist. Pascal, folg mir einfach. Ja, mache ich. Dann fahr vorbei. Was, Admin ist nicht allein? Und für ein Admin? Hm. Ja, grad. Oh, das sein, kann das sein, dass man Admin hat, gar nicht sieht? Keine Ahnung, wo der ist. Egal. Wie komme ich jetzt da hin? Rein. Ich habe hier eine Garage. Kann ich die Mietung gehen? Danke. Wo seid ihr gerade? Ach da. Ja, wir sind einen kleinen Umweg gefahren. Ihr seid nur einen kleinen Weg gefahren. Und ihr seht, er ist Darwin, bin ich immer noch ohne Frage. Wenn du mich überhaupt seht. Ja, wir haben dich gerade gesehen. Und meine Frau ist sogar noch da. Siehst du mal. Was galt du jetzt für deine neue Frau? Ich hab die in. Dann sag doch mal, den hier in Dingsbums angenommen. Dingsbums? Achso, das. Ja. Im Steinbruch doch gerade. Ja, stimmt.
ist ein Admin in der Nähe irgendwo. Ja, lass doch ein Admin in der Nähe sein. Wie ihr das sagt. Dann lass mich Admin in der Nähe sein. Ja, gell? Ein bisschen spritsparend hier. Bild Motor laufen lassen. VTC. So, da will ich rein. Da will ich da rein, wo ich raus will. Ups, das war's, war voll schön. Okay. Na, ja, mit dem Trailer drauf, vor Fortschritt. Ach, seht ihr kein Schwein drauf von der Sache. Warum steht das denn da? Also eine kleine dumme Frage. Dann frag. Wo musst du abgeben? Ich? In Bern, ja. GNT. Okay. Du Bad Conny? SAG und TR. Okay. Kenn dich schon mal nicht. Ich darf zu Trecker Trans. Das wird sein größtes Material als 22 Stunden. Dann mal vor, so eine Strecke hätte es da mit den anderen im Konvoi gefahren. Ich hatte damals absichtlich die Dortmund-Tour gewählt gehabt. Entschuldigung, Tommy, ich muss ein bisschen stärker eisen. Passt schon. Ich muss mir unbedingt andere Reifen drauf machen, glaube ich. Ja, die Reifen spielen hier teilweise mit entscheidender Rolle. Naja, ich merke das schon. Wo sind auch Bremseinstellungen und sowas? Auch der Klang von den Reifen ist ganz anders. Boah, ey, die sollen endlich mal mit den Michelin-Reifen um die Ecke kommen, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wie die wetterbedingt sind, weiß ich nicht. Ja, die sind auf jeden Fall besser, ey. Mein Gott, das kann doch nicht so lange dauern, ey. Kannst doch. Kennst doch SCS. Waren jetzt die ganze Zeit mit dem ATS beschäftigt und jetzt testen sie ja die Nevada-Map. Aber Tommy, siehst du keine Probleme jetzt im Tunnel? Ja, hier im Tunnel ist auch kein Licht. Ja, aber sobald das Licht an ist im Tunnel, dann habe ich schlechte Karten. Boah, Tunnel ohne Licht. Dunkler Tunnel. Ja, ich brauche definitiv andere Reifen. Oder bin ich blöde? Also ist ja eigentlich im Tunnel kein Licht. Oder ist das Licht zu schwach? Das ist vermutlich zu schwach. Ich habe meine Einstellung auf Maximum. Oh, jetzt haut's mir wieder die Bandscheiben raus. Oh, um Gottes Willen. Du? Hm? Ein Bremsschweller. Jawohl. Da haut's mir immer regelrecht die Bandscheiben raus. Da darfst du ja nicht so drüber raus. Ich bin ja mit 70 drüber gefahren. Ja, also, da stand nochmal 50 aufs Feld. Oh. Ich stand nicht vom Sitz 50 da. Naja, ein Grund wieder zum Arzt zu gehen.
Muss man meine Brille besorgen. Ey, ich darf Freitag zum Augenarzt, ja? Lesebrille. Ja, ich glaube, die brauche ich auch langsam. Ich hab so deine meine Lesebrille kriegst du für 1 Euro. Ja, ja, aber ich glaube, ich brauche trotzdem eine. Weil meine Augen sind so schlecht geworden, ne? Ja, wenn du den ganzen Tag vor dem Computer sitzt. Du bist witzig. Ein paar Tage erst wieder, du Schnulli. Ja, ich weiß doch. Du kannst trotzdem blinken, wenn du also weißt, wo du fährst. Ich brauche eindeutig Urlaub. Kommt erst aus dem Winterurlaub und brauchst schon wieder Urlaub. Das ist krass. Kuschelurlaub. Ja, der ist aber auch zackig unterwegs gewesen. Hast du das gesehen? Ja. Nö. Ist gerade in der im Kameraschatten gewesen. Glück für den. Nein. Pascal, sind wir noch richtig? Ja, ihr seid noch richtig. Warum sollte man falsch sein? Hab ich mir schon fast gedacht. Wenn wir alle noch Bern fahren. Der hat aber keine Fracht nach Bern, der hat eine Fracht nach Oslo. Ja, trotzdem seid ihr richtig. Ach, ins Ost. Ins Ostklo. Oh no, mein Jack. Ja, sei froh, dass ich nicht zum Wiener Schnitzel musste. Heul die Türen fest. Da hat's einen wohl aus der Spur gehauen. Ach, deswegen steht er da. So komisch rum. War er zu schnell? Oder der hat nur eine bessere Parkmöglichkeit gesucht. Das ist auch möglich. Kann man ja mal machen. Camouflage. Wirkkotz, Halsweh. Was? Jetzt. Auf die Aussage. Camouflage. Wirk, Kotz, Halsweh. Das kann man ja mal machen. Genau. Warum fährt eigentlich Pascal nicht vor? Ich müsste jetzt hier die nächste runter und abgeben. Runterkringeln? Ja. Ja, zu mir sagt er auch runterkringeln. Oh, das schaffe ich nicht. Doch. Nee. Vor, 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 vor. Ja, ich stehe jetzt schon. Jetzt. Ich habe meine Bremsen nämlich schön eingestellt, so wie ich sie. Haben will und so sind sie genau richtig. Ich bremse mit 2 Bremsen. Oder Abbremse mit einer Auflegerbremse. Also mit einem Pedal und einer Auflegerbremse. So, müssen wir jetzt lang? Kreisverkehr. Ups. Du weißt, dass derjenige, der im Kreisverkehr ist, Vorfahrt hat? Du hast geblinkt. Ja, ich hab geblinkt. Nachdem ich den Bereich übertreten hat, wo ich eigentlich rausfahren könnte. Heilandsblechlecht. Das sag ich dir, du wirklich. Himmel, Herrgott, so hat's dich viel erwischt. Jo, 23% Schaden jetzt von 19 auf den Hänger und 8% auf die Zugmaschine. Oh. Ja, ich bezahl's dir. Mache mal die Türe auf, Mensch. Welche Tür? Da, wo wir doch in England. Ja, genau. In Hull da bei auf dem Dings gestanden haben. Auf dem Dings? Wo es doch nach Manhattan ging, wo du doch nach Manchester gefahren bist. Keine Ahnung. Musst du hier weg?
Ich muss jetzt da, ihr seid schon dran vorbei, aber ist okay, macht nichts. Nee, alles gut, dann stellen wir uns da vorne hin. Nee. Ja. Ich hätte mich jetzt einfach hier auf die Seite gestellt. Ich glaube, das ist ein Sägewerk, so wie mir das aussieht. Ist es auch. Ja, super. Oh, und ich hab's gewusst. Ich weiß, wie ich abgeben darf. Ja, toll, ey. Kurze Frage. Ja. Hat Pascal jetzt nur bei dir geleckt, nur bei mir geleckt oder bei dir? Nö, bei mir hat er nicht geleckt. Gut. So, ich geh mal kurz austreten, die Büsche rufen. Die Büsche ruft. Dann mache ich mal was, was ich in der Aufnahme normalerweise nicht mache. Motor aus, Warnblinker an. Und erstmal eine Kippe in die Kusche stecken. Weil sonst wird das nicht mehr weiter. Mit der Vorhaube. Es müsste geht in die Böschung und lässt LKW an. Dabei. Naja, warum auch nicht, ne? Das ist eigentlich eine ganz gute Aufladungsmöglichkeit, wo du jetzt stehst. Er ist trotzdem ein bisschen Schuhcreme geladen. Zum Abgeben meine ich. Was? So, da bin ich wieder. Gute Arbeit, jawohl. Lässt du ins Gebüsch geht der Motor immer an, Christian? Ja. War dringend. Mal gucken, was von Oslo aus ist. Ich hab übrigens gerade ein bisschen was für meine Nerven hier. So, okay, du hast Nerven? Nach Vexio und nach Alburg hätte ich was. Negativ. Ja, nee, vergiss es. Nee. Bringt aber nichts. Im Kleister. Ach, egal. Ah, es glüht, es weiß und macht Dreck. Fahren wir ohne Flammen. Wenn man ausatmet, sieht man aus wie Schornstein. Was könnte das sein? Was? Es ist weiß. Wenn man dran sieht, glüht's. Wenn man ausatmet, sieht's aus wie Schornstein. Eine Fabrik? Wenn man ausatmet. Ach so, es geht weiter, oder? Ja, es kann weitergehen. Ich rauche aber gerade. Pech. Dann muss ich ja warten so lange. Ich hole dich wieder ein. Alles klar. Bub. Mein Arm ist gerade nicht so lang. Hoffentlich gibt es in Bergen eine Garage, eine Werkstatt, meine ich, wo ich die Reifen wechseln kann. Ja, gibt's. Weil ich brauche dringend andere, ey. So, wir sind ja schon wieder an unserem. Abmoderieren. Halbe Stunde dran. So, Freunde. Nun fange ich heute mal an. Ich wünsche auf jeden Fall mal allen Zuschauern, die spontan hier eingeschaltet haben, ein riesiges Dankeschön und habt heute noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr es guckt. An die Abonnenten, danke, dass ihr mir die Treue haltet. Ich bin richtig begeistert von euch. So, und an meine Frau natürlich. Ich liebe dich über alles und hoffe, wir bleiben noch eine Ewigkeit zusammen.
Tommy! Pascal. Ja, ich grüße natürlich auch alle. Ich schließe mich da dem lieben Starwing natürlich an. Ich grüße natürlich auch meine Frau. Schatzi, wenn du das mal siehst, liebe dich über alles und du bist immer bei mir, während ich fahre. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, schreibt einfach einen Kommentar darunter. Ansonsten fahrt vorsichtig. Euer Twacker. Ja, weil ich bin schon neu. Ja? Jetzt kann ich mich nicht mehr trinken. Ja klar, ich grüße natürlich alle Zuschauer, alle Spandau-Zuschauer, alle Abonnenten, die Biene, Pascals Frau, natürlich. Weil sonst kommt sie zu mir und haut mir davon über den Schädel. Das wird ich ihr zutrauen. Ja. Weil also ganz so weit sind wir alle drei nicht entfernt. Ja. Fahrt vorsichtig. Fahrt ordentlich. Nicht so chaotisch wie ich vorhin. Liegt natürlich daran, dass ich keinen Nervengift genommen habe. Und dann müsste ich gerade. Ja. Wie kann man es auch ausdrücken? Ja. Wenn es geht, haltet euch an die Verkehrsregeln, dann macht es viel mehr Spaß. Genau, da schließe ich mich an. Und man hört sich! Man sieht sich! Das Lied lesen kommt danach. Ciao, Herr Starwing. Euer Tommy. Euer Trucker, bis dahin.